Das Magazin scheint ziemlicher Müll zu sein. Aber sie haben George Rooney auf dem Cover. Das reicht als Kaufgrund. Wer ist George Rooney? Ich glaube, dafür bin ich nicht mehr alt genug. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Sind Sie ausschließlich zur Erholung an Bord? Ich halte das so wie Sie. Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Ich bin unterwegs zu einer Tagung der IFEPA. Darf ich fragen? Klar, der Internationalen Vereinigung der Entdecker von Prominenten im Alltag. Darf ich nochmal fragen? Es gibt doch in fast jeder Zeitschrift diese sensationellen Schnappschüsse von Prominenten in möglichst peinlichen Situationen. Ja, an denen kommt man ja kaum vorbei. Wir sind ebenfalls auf der Jagd nach Fotos von Berühmtheiten. Aber wir klettern nicht auf Bäume und wir kriechen auch nicht durch die Kanalisation. Wir haben einen Ehrenkodex. Sandstochern, Marzipan getrunken. Aha. Es geht darum, den Prominenten in einer ganz alltäglichen Situation in der Öffentlichkeit zu erwischen. Also beispielsweise beim Einkaufen im Supermarkt oder beim Autofahren oder während eines Spaziergangs. Klingt interessant. Paparazzi. Ich dachte immer, Chinesen könnten kein R aussprechen. Und ich dachte immer, Russen würden den ganzen Tag nur Wodka trinken. Ja, es geht doch nichts über Klischees und Vorurteile. Eine hübsche Sammlung an Fotoapparaten haben Sie da. Sind die nicht ganz schön schwer? Doch, sind sie. Aber es ist mir mal passiert, dass ich Gina Turner in einem Autohaus getroffen habe. Doch, George Clooney. Mir kamen fast die Tränen vor Freude. Und dann hat der Fotoapparat nicht funktioniert. Keine Ahnung warum. Er ging einfach nicht. Von diesem Trauma habe ich mich bis heute nicht wieder so richtig erholt. Oh mein Gott. Nachvollziehbar. Tja, seitdem habe ich immer mindestens 3 verschiedene Kameras dabei, damit mir so etwas nie wieder passieren kann. Sie scheinen ja völlig fasziniert von den Fotos zu sein. Meine Faszination hält sich bisher, ehrlich gesagt, in engen Grenzen. Nur die unbekannte Schönheit unter der Birke ist wirklich faszinierend. Allerdings ist sie, glaube ich, nicht prominent. Zumindest noch nicht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Und es hat ja auch jeder mal klein angefangen. Mein erster Promi war damals übrigens Sophia Loren, die sich bei einer Kaufhauseröffnung aus Versehen etwas zu lange über einem Lüftungsgitter aufhielt. Leider stellte sich heraus, dass es gar nicht Sophia Loren, sondern irgendein Double war. Und es war auch kein Versehen, sondern vom Kaufhausbesitzer genauso geplant. Trotzdem war es der Beginn meiner Leidenschaft für Promi-Fotos. Und die Fotos an der Wand können nicht einmal mit einem Sophia Loren-Double mithalten? Bislang noch nicht. Aber ich habe auch noch nicht alle Fotos angeschaut. Vielleicht kommt ja noch ein echter Kracher. Allerdings bin ich in dieser Beziehung mittlerweile ziemlich verwöhnt. Mich reizen nur noch echte Stars. Und die würden sich vermutlich kaum auf so einem Schiff rumtreiben. Wer weiß, Wunder gibt es immer wieder. Da haben Sie auch wieder recht. Meistens trifft man Promis genau da, wo man sie am wenigsten vermutet. Ich habe da schon Mir ist zum Beispiel so eine mal Idee. Ein Bundeskanzler auf der Damentoilette begegnet. Das war dem vielleicht peinlich. Das kann ich mir vorstellen. Aber was haben Sie denn auf der Damentoilette gemacht? Das ist eine lange Geschichte, die, Sie würden das vermutlich nicht verstehen. Nein, stimmt. Vermutlich nicht. Könnte ich mir wohl mal eine Ihrer Kameras ausleihen? Tut mir leid, aber die verleihe ich nie. Seit der Geschichte damals mit Gina Turner. Ja, schon klar. Aber es wäre nur für ganz kurz. Nur die Polaroid und es wäre wirklich ganz extrem wichtig. Bedauere, aber wenn aus irgendwelchen Gründen jetzt plötzlich doch noch ein Promi auftauchen sollte, meine anderen Kameras würden nicht funktionieren und der Promi hätte das Schiff wieder verlassen, bevor Sie mit der Kamera wieder da sind. Meinen Sie nicht, dass die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario deutlich niedriger liegt als das Risiko, hier und jetzt von einer Kokosnuss erschlagen zu werden? Korrekt. Sie werden überrascht sein, wie viele Leute... Schon gut, ich sehe schon, mit Argumenten kann man Ihnen nicht kommen. Falls mir noch ein paar Promi... Das wäre nett. Wenn ich das Cover richtig falte, sieht man die Schrift nicht mehr. Jetzt ja, es ist man George Blatt Clooney. Ein richtiges Foto halten. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau Kalenko. Wissen Sie eigentlich, dass George Rooney an Bord ist? Ja, klar. In der gleichen Kabine wie der Papst. Sie glauben mir nicht? Natürlich nicht. Der würde so ein Schiff nicht mal für Geld betreten. Wenn Sie sich da mal nicht irren, haben Sie das Foto an der Wand noch nicht gesehen? Welches Foto? Kommen Sie mit, ich zeig's Ihnen. Hier. Das wäre eine Sensation. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber was sollte der hier machen? Nein, das kann nicht sein.
Sie wollen mich nur ärgern. Wenn George Rooney an Bord wäre, dann hätte ich das doch schon längst bemerkt. Und man würde ihn ja auch wohl kaum einfach so ohne Leibwächter... Er ist natürlich inkognito unterwegs, das ist ja klar. Und wozu soll er das tun? Kopf formt sich ein diabolischer Plan. Er könnte sich jederzeit ein viel schöneres und größeres Schiff kaufen. Er zweifelt noch, aber mit etwas Überzeugungsarbeit könnte ich ihn dazu bringen, ein Foto von diesem falschen Arzt zu machen. Damit hätte ich dann den Beweis, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Die neue Serie heißt, Emergency Boat. Dafür muss Herr Rooney eine Woche lang inkognito auf einem kleinen Boot als Arzt mitarbeiten. Nur so kann man schließlich den Alltag eines Schiffsarztes wirklich kennenlernen und sich perfekt in seine Rolle hineinversetzen. Klingt logisch. Klingt aber auch immer noch zu schön, um wahr zu sein. Kommen Sie einfach mit. Ich weiß sogar, in welcher Kabine er ist. Ich kann kaum was sehen. Das soll wirklich George Rooney sein? Wenn ich es Ihnen doch sage. Jetzt können Sie Ihr Foto machen und damit zum absoluten Star unter den Promi-Fotografen aufsteigen. Ich möchte aber auch ein Bild haben. So bringt mir das nichts. Auf dem Foto wäre ja außer dem Rücken nichts zu sehen. Da hat er wohl recht. Ich müsste es irgendwie schaffen, dass man etwas mehr von ihm zu Gesicht bekommt. Gegen die Scheibe klopfen? Irgendwas fehlt noch, sonst hat die... Irgendwas fehlt noch. Mal kurz gucken. Ein Bild von einem Mann vor dem Atom... Mein Ticket zu einer potenziellen Traumreise. Ich baue das Atomium nach. Das schaffen selbst so bastelmäßig völlig unbegabte Leute wie ich. Wenn ich damit keinen Preis gewinne, dann weiß ich aber auch nicht. Also Marvin, Idee top. Hat sofort funktioniert. Hier ist mein Beitrag. Kann ich jetzt diese großartige Reise gewinnen? Das Atomium. Na, da haben Sie sich aber wirklich das leichteste aller möglichen Wahrzeichen ausgesucht. Hey, machen Sie mein Kunstwerk nicht schlecht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ist ja gut. Auch solche Beiträge haben eine Chance, unsere tolle Reise zu gewinnen. Hier, schön beefy. Diese Kugel bringen Sie bitte zur Verlosung im nächsten Hafen mit. Und mit etwas Glück... Sitze ich bald im Bus zwischen Leuten mit Fußgeruch und schreienden Kindern. Ich freue mich schon. Sie müssen die Reise nicht gewinnen, wenn Sie nicht wollen. Doch, Entschuldigung. Bin gerade wohl einfach nicht so gut drauf. Das hier sollte eigentlich auch schon Urlaub sein, aber vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal mehr Glück. So... Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber wir haben eine Lottokugel. So. Mit dem schönen Wetter scheint es vorbei zu sein. Da braut sich mächtig was zusammen. Da sitzt er, der König der Bongos. Schon erstaunlich, wie viel Lärm man mit so kleinen Trommeln machen kann. Weißt du, dass du als Elternteil verkackt hast mit deiner Verwandtschaft, wenn die plötzlich anfangen, deinen Kindern Musikinstrumenten zu geben? Und dann sagen... Aber natürlich, Kind, das darfst du mit nach Hause nehmen. Portier, Barkeeper, vermutlich auch noch Gepäckträger, Putzmann und Koch. Als Arbeitnehmer muss man heutzutage flexibel sein. Warum haben Sie denn jetzt auch noch den Posten des Barkeepers eingenommen? Waren Sie als Portier nicht ausgelastet? Doch, mehr als ausreichend. Aber was soll ich machen? Besondere Umstände erfordern nun mal besondere Maßnahmen. Ja, wem sagen Sie das? Wo ist denn Ihr Kollege? Eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und wenn ich ihn treffe, dann kann er sich auf einiges gefasst machen. Die Frage ist, hat das Verschwinden des Barkeepers zu bedeuten, dass er was mit den Geschehnissen des gestrigen Tages zu tun hat? Ja. Und wenn ja, ist er Opfer oder Täter? Täter? Ich sollte auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten, damit ich nicht die Nächste bin, um die man sich Sorgen machen muss. Ich kann mich noch vage an einen Zwischenfall im Krankenzimmer erinnern. Aber das ist auch so ziemlich das Einzige in dem Spiel, woran ich mich erinnere. Wie lange trommelt der kleine Oscar denn schon? Mir kommt es wie eine Ewigkeit vor. Aber das mag vermutlich ein sehr subjektiver Eindruck sein. Ja, vermutlich. Können Sie ihn nicht zu einer kleineren oder größeren Pause überreden? Das habe ich bereits versucht. Was allerdings ein böser Fehler war.
Vermutlich hätte der Bengel längst aufgehört, wenn er nun nicht genau wüsste, dass er mich damit ärgert. Und das lassen Sie sich gefallen? Er ist der Sohn des Kapitäns. Ah, verstehe. Aber vielleicht schaffen Sie es ja. Meine ewige Dankbarkeit wäre Ihnen gewiss. Ich will nichts versprechen, aber ich kann es ja mal versuchen. Okay. Lohnt sich das Öffnen der Bar eigentlich? Ist ja nicht besonders viel los. Genau genommen ist hier rein gar nichts los. Aber das ist bei dem Krach ja auch kein Wunder. Wer möchte sich schon freiwillig stundenlang unrhythmisches Trommeln anhören? Aber solange keine Gäste da sind, kann ich dem Krach wenigstens mittels meines MP3-Spielers entgehen. Ich bin erstmal wieder weg. Sollte mir der eigentliche Barkeeper über den Weg laufen, dann schicke ich ihn sofort zu Ihnen, okay? Nicht dazu kriegen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden. Sich da ein anderes neues Hobby zuzulegen. Schöne Trommeln hast du da. Das sind Bongos. Oh, entschuldige, wie konnte ich nur? Kein Problem. Du machst einen ganz schönen Lärm mit den Dingern. Kannst du dir nicht eine andere Beschäftigung suchen? Doch, klar. Welche? Na, Tischtennis zum Beispiel. Hab ich ja vorher gespielt. Aber dann ist mir der letzte Ball ins Meer gefallen. Oh, na, wie wär's dann mit Schwimmen? Nö, ist total langweilig. Ja, dann, wie wär's mit Lesen? Noch langweiliger. Ich sehe schon, es wird nicht leicht, dich dazu zu bringen, mit dem Trommeln aufzuhören. Stimmt, das wird es ganz sicher nicht. Keine Sorge, mir fällt schon was ein. Du kleiner Rotzen. Rotzlöffel. Ich mag ihn, aber an dem Prädikat Rotzlöffel kommt man kaum vorbei. Mhm. Der Barkeeper hat mir erzählt, dass du mit deinem Krach alle Gäste vertrieben hast. Meinst du nicht, du solltest allmählich mal aufhören? Nein! Man kann ihm viel vorwerfen, aber zumindest vertritt er seine Standpunkte klar und deutlich. Mhm. Ich überlasse dich und dieses Deck dann mal wieder dem gnadenlosen Lärm. Juhu! Warum da sehe ich dann meinen Neffen in 4 Jahren? Wenigstens hört das Trommeln auf. Da hat der ja natürlich. Portier steht ja zurzeit hinter der Bar. Aha. Ich sollte die Gunst der Stunde nutzen. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln, da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Hallo, Herr Lee. Hallo, Frau. Meinen Sie nicht, dass Sie sich am Fenster... Nein, wenn er seine Sitz... Ich muss es irgendwie schaffen, dass sich der Typ etwas... Falls mir noch... Das wäre... Ich muss wahrscheinlich erst gucken und wenn ich es dann geschafft habe... Fremde Kabine, diese Perücke und dann die Kampfszene, wenn ich ihm einen eindeutigen Beweis... Wahrscheinlich mit dem MP3-Player. Aber dazu muss ich den Junior erstmal von den Trommeln wegbewegen. Wie kriege ich denn von den Trommeln weg? Moment, vielleicht können wir Daddy bitten, ihm die Trommeln abzunehmen. Nur wenn du Tilly Bongos schenkst. Mal gucken. Könnte sein, wenn mein Bruder mich weiter ärgert. Ich wollte nur mal hören, ob alles in Ordnung ist. Ja, danke der Nachfrage. Aber damit das... Nope. Der Vater ist so absolut gar keine Hilfe. Meine Handtasche. Es scheint noch alles da zu sein.
Vater ist vermutlich froh, dass sein Kleiner nicht auf... Ja, das kann sein. Es ist keine Wäsche drin. Okay. Okay, rote Socken. Nicht nötig. Sauber genug. Das sollte reichen. Wie nicht anders zu erwarten war, die Flecken sind nicht rausgegangen. Diese roten Socken wurden ziemlich nass gemacht. Keine politische Aussage, reine Zustandsbeschreibung. Okay, jetzt habe ich nasse Socken. Da drin befindet sich dieser Kerl mit der Perücke. Ob es nun wirklich der Schiffs... Scheint keiner drin. Das müsste Kabine Nummer 4. In der wir aber nichts sehen. Oskar, du wolltest doch Tischtennis spielen, oder? Geht doch nicht. Mein Ball ist doch über Bord gegangen. Ich habe hier einen, nun ja, nahezu vollwertigen Ersatz. Cool, danke. Was soll denn die Nummer da drauf? Das ist ein ganz besonderer Tischtennisball. Mehr verrate ich nicht. Und es ist eine weitere Gelegenheit für einen schönen Urlaub, die den Bach runtergeht. Naja, prima, danke schön. Ich gehe gleich runter und hol meinen Schläger. Zur Sicherheit stecke ich die Bongos lieber ein. Ein paar Stunden Pause von diesem Lärm kann nicht schaden. Ja, ich hatte da so eine spontane Idee. Ist der Barkeeper immer noch nicht wieder aufgetaucht? Nein, leider nicht. Sollte er Ihnen zufällig über den... Klar, mach ich. Schön ruhig hier, nicht wahr? Ja, wie haben Sie das bloß gemacht? Berufsgeheimnis. Wie schade. Ich wüsste zu gerne, wie ich mir solche Späße des Jungen in Zukunft ersparen könnte. Ja, der Kleine hat's faustdick hinter den Ohren. Aber ich mag ihn trotzdem. Oder vielleicht sogar gerade deswegen. Ich schätze vor allem die Ruhe. Vielen Dank. Sie haben mir wirklich einen großen Gefallen getan. Und meine drastisch beschleunigte Alterung zumindest kurzfristig wieder auf ein normales Niveau gebracht. Ach ja. Ach ja. Ich bin erstmal wieder weg. Ich wäre... Kann ich mir den mal ausleihen? Sie haben dafür gesorgt, dass hier an Deck wieder herrliche Ruhe herrscht. Das ist ja wohl das Mindeste, was ich für Sie tun kann. Heißt ich das, mag den. Ja? Ja. Dankeschön. So, hallo, Helly. Hallo. So. Wirklich? Ja, jetzt klappt es. Aber viel Ähnlichkeit mit George Rooney hat er nicht gerade. Sind Sie sicher? Er hat sich natürlich verkleidet, damit ihn nicht jeder sofort erkennt. Sonst könnte er sich ja nicht in Ruhe auf seine Rolle vorbereiten. Mhm. Klingt logisch. Jetzt noch eines für Sie. Das haben Sie sich verdient. Hier, für Sie. Sie können sich gar nicht vorstellen, was für eine Freude Sie mir gemacht haben. Das ist einer der großartigsten Tage meines Lebens. Vielen herzlichen Dank. Gern geschehen und vielen Dank für das Foto. Ja, also... Ich hätte vielleicht speichern sollen vorher. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Oh ja, ich habe hier ein Beweisfoto. Ich habe ein Foto von Ihrem angeblichen Schiffsarzt gemacht. Entweder spielt der Typ gerne Karneval oder wir haben es hier mit einem Betrüger zu tun. Vielleicht auch mit was Schlimmerem. Überzeugt Sie das jetzt? Mein Gott, Sie haben recht. Aber ich verstehe das Ganze nicht.
können Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen? Ich kann's versuchen. Allerdings weiß ich auch nicht übermäßig viel. Die Frage ist nur, sollten wir uns nicht erstmal um den falschen Arzt kümmern? Der kann bestimmt die eine oder andere Frage beantworten. Gute Idee. Kommen Sie. Ich bin mal gespannt, was der Kerl zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Wo ist er denn nun? Krankenstation? Okay, schauen wir mal nach. Frau Jordan? Mein Gott, sie ist tot! Sehen Sie die Striemen am Hals? Sie wurde erwürgt. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Sie sollten auf alle Fälle die Polizei benachrichtigen, oder? Ja, gute Idee. Und das auf meinem Schiff. Wenn das rauskommt, will doch keiner mehr auf meinem Schiff reisen. Haben Sie sonst keine anderen Sorgen? Hier liegt eine Frau, die offensichtlich ermordet wurde, und Sie machen sich Sorgen ums Geschäft? Sie haben recht. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ja. Muss wohl der Schock sein. Klar. Schon gut, aber Sie sollten jetzt wirklich die Polizei rufen. Ja, mach ich. Ich werde sofort einen Funkspruch absetzen und den nächsten Hafen anlaufen lassen. Bitte warten Sie hier und sorgen Sie dafür, dass niemand etwas anfasst. Kann ich machen, aber beeilen Sie sich bitte. Ich fühle mich neben einer Leiche nicht sonderlich wohl. Mhm. Und sicher. Du hast sicher vergessen. Die arme Frau Jordan. Wer hat dir das angetan? Und wieso? Was war das? Hörte sich an wie Schüsse. Ich hätte sofort die Tür abgeschlossen. Hallo? Und der kleine Oscar, das ist sein Daddy, ne? Später. Jetzt müssen wir erstmal. Oh mein Gott! Es ist alles wahr! Ich hätte da Fragen. Wo ist die Rettungsleine? Wo sind die Schwimmwesten? Währenddessen in Indonesien. Ja klar, machen wir erstmal einen Cut und springen nach Indonesien. Haben wir ja gerade Zeit zu, ne? Mr. Indiana Jones Jr. ist gerade auf der Suche nach dem Schatz des verlorenen Pupses. War hübsch. Wirklich. Sehr so, das waren die letzten Sachen aus dem Boot. Schön warm ist es hier. Ganz schön warm. Du wirst dich dran gewöhnen. Oh Mann, dass ich dich hier wiedersehen würde, hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Naja, als man mich gefragt hat, ob ich eine Fotoreportage über die berühmte Archäologin Sam Peters machen möchte, musste ich nicht lange überlegen. Die Welt ist eben doch ein Dorf. Du sagst es. Unser letztes Treffen war während des Studiums, oder? Wie lange ist das jetzt her? Kann noch nicht so lange her sein. Wir sind doch beide gerade mal Anfang 20. Stimmt. Und du siehst immer noch genauso lecker aus wie damals. Anfang 20. So, bevor du jetzt wie lange zur Hölle haben die bitte studiert? Willst du dich nicht erstmal ein bisschen ausruhen? Du bist doch bestimmt müde von der langen Reise, oder? Wenn ich ehrlich sein soll, ja, todmüde. Aber ein paar Sachen würde ich gerne noch wissen, bevor ich mich hinlege. Sonst kann ich womöglich vor unbefriedigter Neugier nicht schlafen. Okay, dann das Wichtigste in Kürze. Ich bin ein paar Gerüchten über die Existenz eines uralten Tempels nachgegangen und habe ihn nach monatelanger Suche tatsächlich gefunden. Mein Team und ich haben dann vor ein paar Wochen damit begonnen, den Tempel von außen näher zu untersuchen. Dein Team? Wo sind die denn alle? Eine lange Geschichte. Mach sie kurz. Ich hatte 5 einheimische Helfer und 2 Kollegen von der Universität in Jakarta. Aber seit unserer Ankunft hier steht das Unternehmen unter keinem guten Stern. Inwiefern? Es gab immer wieder Zwischenfälle. Erst verschwanden Gegenstände, dann stürzten Gerüste ein und schließlich verschwanden meine beiden Kollegen spurlos. Klingt eher nach Sabotage. Spurlos? Das heißt, die sind nicht mehr aufgetaucht? Nein.
Aber stattdessen tauchte plötzlich so ein Typ auf und erzählte meinen einheimischen Arbeitern, sie würden hier heiligen Boden entweihen. Was für ein Typ? Keine Ahnung. Er hatte für den Dschungel total unpassende Klamotten an. Lief die ganze Zeit in einer Robe rum. Völlig krank, der Typ. Und was wollte er? Er sagte, dass der Vulkan weiter im Westen der Insel bald ausbricht und nur Puritas Cordis den Ausweg aus der uns allen bevorstehenden Katastrophe bieten natürlich. Kann. Puritas Cordis? Diese Sekte aus Europa, die ständig das bevorstehende Ende der Welt prophezeit? Keine Ahnung. Ich gehe mal eher davon aus, dass es ein Grabräuber war, der uns vertreiben wollte, um selbst an die Schätze im Tempel zu kommen. Der Vulkan ist nämlich schon seit Jahrzehnten nicht mehr aktiv. Aber bei deinen Arbeitern hat die Drohung scheinbar gewirkt. Nein, die sind mir erst weggelaufen, als der Typ nochmal ankam und was davon schwafelte, dass sehr bald etwas Schreckliches passieren würde, wenn sie nicht sofort von hier weggingen. Als dann am nächsten Morgen ein toter Orang-Utan, das heilige Tier der Einheimischen, hier im Lager gefunden wurde, sind sie durchgedreht. So schnell und so weg habe ich lange keinen mehr laufen sehen. Und seitdem bist du hier ganz alleine? Ja. Ich habe zwar schon neue Leute vom Festland angefordert, aber das dauert hier alles etwas länger als anderswo. Ja, das kann ich bestätigen. Warst du denn schon im Tempel? Nein. Ich konnte zwar den Hintereingang finden, aber die Tür lässt sich nicht öffnen. Da steht ein seltsamer Spruch drauf, den ich zwar mittlerweile entschlüsselt habe, aber viel weiter bin ich nicht gekommen. Zeig ich dir morgen. Okay, wird auch langsam Zeit für mich. Ach ja, eine Frage noch. Was hat es eigentlich mit diesen seltsamen Totems auf sich, die hier um das Lager herum aufgestellt sind? Bist du plötzlich abergläubisch geworden? Nein, keine Angst. Aber die Pfauenfedern halten die wilden Tiere ab. Echt? Wie das? Die sehen die großen Augen auf den Federn und denken sich, wow, wenn das Auge schon so groß ist, wie groß mag dann erst das dazugehörige Tier sein? Und dann machen sie sich ganz schnell wieder aus dem Staub. Okay, bei dem Affen da hinten scheint es aber nicht geholfen zu haben. Zum Glück. Er ist der Einzige, der mir noch geblieben ist. Jeden Morgen, wenn ich zum Tempel gehe, rennt der Kleine vor und wartet dann dort auf mich. Abends holt er mich wieder ab. Ja, deine faszinierende Ausstrahlung wirkt eben nicht nur auf Menschen. Sieh zu, dass du ins Bett kommst. Ich zeig dir dann morgen alles und wenn du ausgeschlafen hast, werden hoffentlich auch deine Komplimente besser. Ich werde mich bemühen. Schlaf schön. Danke, du auch.